Willkommen zu einem neuen Testvideo. Und zwar habe ich mir im Rewe die Fanny Frisch Ringli gekauft. Die kannte ich ja auch nicht. Die habe ich in Halle Neustadt auch noch nie gesehen. Aber ich bin ja jetzt nicht in Halle Neustadt. Und deswegen habe ich mir die mal mitgenommen. Die wollte ich mal testen. Und deswegen gucken wir uns die erstmal an, wie die aussehen. So. So sehen die aus. Kleine Ringe, so wie es drauf steht, Ringli die. So, mal die Tüte riechen. Ja, riecht nach Paprika, so wie es drauf steht. Oder, nee, steht ja nicht drauf. Steht nicht drauf, dass das mit Paprika ist. So, aber da, ich schätze mal, das ist Paprika, weil das riecht so nach Paprika. So, da probieren wir mal. Richtig knusprig, knuspriger als die Chips. Ja, und es ist wirklich Paprika-Geschmack. Jetzt mal gucken. Bei den Zutaten, ja, Speisesalz. Danach wollte ich jetzt gucken, ob die da auch Salz verwendet haben, ja. Da hätten sie aber ein bisschen mehr Salz reinknallen können. Der Rewe, wo wir aber drin waren, der hatte nur Fanny Frisch Zeug. Fanny Frisch Chips Zeug. Also von Gio hatten sie die Tortillas, die mit Käsegeschmack und Paprika und was es da alles gibt. Und ansonsten hatten die nur Fanny Frisch in dem Rewe. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Die Ringli, ja, salzig, nach Paprika schmecken die. Ich weiß auch nicht, was die Tüte gekostet hat. Ich glaube 79 Cent oder 1 Euro, ich weiß es nicht mehr. Ja, ist auf jeden Fall mal was Neues, was Interessantes, was ich in Halle Neustadt noch nicht gesehen habe. Und hier gab es die 12% Fett hat das Ding, 8% Energie, 5% gesättigte Fettsäuren, 1% Zucker und 12% Salz. Das ist gut. 0,74 Gramm Salz. Ja, also ist nicht wirklich die Welt. Also wenn die da in Gramm Salz reingeballert hätten, wäre das vielleicht besser gewesen. Aber darum jetzt nicht. Ihr seht um den Geschmack. Ja, nach Paprika schmecken die. Wenn man ein paar mehr im Mund nimmt, dann schmecken die auch salzig. Auch wenn die da nur so wenig Salz drauf geschrieben haben. Ja. Also, Ringli, Fanny Frisch. Wenn ihr die noch nicht kennt, kauft ihr euch mal. Ist mal was Neues, was Interessantes. Die mit den Mützen drauf und die also mit den Handschuhen, das ist schon lustig. Also, ich würde sagen, das ist auch was für Kinder. So ab. Keine Ahnung, wann Kinder Chips essen können. Aber die können sich da totlachen hier über die Tüte. Wegen den Typen hier. Ja. Fanny Frisch Ringli. Ja, jetzt mal was Neues. Kannte ich noch nicht. Habe ich einfach mal mitgenommen. Und davon wollte ich mal ein Testvideo machen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Und wie man hier hinten sieht, ich habe auch meinen Krüger Cappuccino jetzt endlich. Und vorher hatte ich den Jakobs Cappuccino, den habe ich aber meinen Ellis mitgegeben, weil ich trinke den Jakobs Cappuccino nicht und in Edeka gabst du den Jakob, Edeka, ja, den Krüger, den Jakobs Cappuccino, den auch orangen. Ja, aber darum geht es nicht um den Cappuccino, seht ihr hier um die Ringlis. Ja, ist mal was Neues, was Interessantes. Wie gesagt, ich kannte die nicht und wollte, habe die einfach mal mitgenommen und wollte davon mal ein Testvideo machen.
Danke fürs Zusehen.